Christian Hafenecker ist FPÖ-Generalsekretär und Abgeordneter zum Nationalrat. Letzte Woche ließ er aufhorchen, als er bei einer Pressekonferenz linksextreme Strukturen in Österreich thematisierte und dabei Ross und Reiter benannte. Mein Kollege Thomas Eklinski hat bei Christian Hafenecker nachgefragt. Kürzlich hat die FPÖ eine Pressekonferenz zum Thema Linksextremismus abgehalten. Wie groß ist die linksextreme Gefahr in Österreich und welche Rolle spielt sie in der Öffentlichkeit, Herr Hafenecker? Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr, mit der wir latent tagtäglich leben müssen. Sie wird nur aus der öffentlichen Berichterstattung ausgeblendet und genau deswegen haben wir Freiheitliche uns dazu entschlossen, das auch sichtbar zu machen, so quasi in einer staatsbürgerlichen Verantwortung. Es ist ja ein Phänomen, das wir seit Jahren und Jahrzehnten kennen. Es hat sich nur einiges verändert. Also waren die Linksextremisten damals noch mit Gewaltakten und sonst irgendwas sichtbarer, auch Bericht erstattet, ist jetzt so, dass sie salonfähig geworden sind. Sie sitzen ja mittlerweile sogar in einer Bundesregierung. Sie sind angekommen und wenn Sie wollen, ist das sozusagen die Endausbaustufe der Frankfurter Schule, die wir hier sehen. Und ja, man arbeitet subtil, aber nichtsdestotrotz ist der Linksextremismus tagtäglich hier da sichtbar und vorhanden. Und welche Rolle spielen die österreichischen Medien dabei, die ja normalerweise über jede Form der Gewalt sensationslüstern berichten? Ja, auch das ist ein Endergebnis der Frankfurter Schule. Die Medien sind natürlich jetzt durchsetzt von linken Journalisten und ich habe den Eindruck, dass also die Medienberichterstattung oder das Berichten selbst nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern es geht hier mehr um Haltungsjournalismus. Das sieht man auch in der Bundesrepublik Deutschland ganz gut. Also es werden Journalisten zu Politikern und das ist ein Problem, mit dem wir jetzt hier zu kämpfen haben. Und es sei einzelnen Medien, die auch politisch punziert sind, zugestanden, dass sie politisch berichten. Das Problem ist aber, dass sich der Haltungsjournalismus mittlerweile auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fortgesetzt hat und da muss natürlich die Politik eingreifen und gewisse Dinge auch wiederum rückgängig machen. Ja, das sieht man tagtäglich in der Zeitung und ich würde fast sagen, es geht ja um eine Art Perpetuum mobile und zwar don't feed the troll ist das Motto, wenn man es auf Neudeutsch sagen darf. Es ist so, dass in gewissen Studienrichtungen wie Publizistik, aber auch Politikwissenschaften natürlich nur mehr linke Professoren, linke Studenten unterrichten und lehren. Und das sind dann die, egal ob das Studium jetzt abgeschlossen ist oder nicht, das sind dann die schlussendlich in den Redaktionsstuben landen. Und dem vorausgesetzt ist natürlich ein entsprechender Selektionsmodus, den es da gibt. Und das Ganze wird definiert über Dinge wie Political Correctness. Also versuchen Sie mal in der Politikwissenschaft ein Studium aufzunehmen und dort nicht in Arbeiten, Semesterarbeiten oder in der Diplomarbeit politisch korrekt zu schreiben. Da werden Sie keinen Erfolg haben, da kommen Sie nicht durch. Versuchen Sie das Gleiche unter Weglassung von Gendern. Ich selbst habe meine Masterthese ganz bewusst so geschrieben, dass ich aufs Gendern verzichtet habe. Ich habe auch keine Präambel geschrieben. Hat dazu geführt, dass ich gleich einmal einen Notengrad schlechter beurteilt worden bin. Also man sieht schon, es gibt hier Instrumente, die angewendet werden, um eben diese Auslese zu machen. Versuchen Sie als derzeitiger Student einmal gegen den Klimakatastrophen-Mainstream vorzugehen oder dagegen auch wissenschaftlich zu argumentieren. Sie werden ein Pech haben, Sie werden von den Professoren aus dem Studium hinausgekickt werden und da gibt es viele, viele andere Dinge. Erinnern Sie sich an die Corona-Zeit. Ja? Wer gegen den politischen Mainstream agiert und argumentiert hat, ist sofort zum Staatsverweigerer gemacht worden, ist Rechtsextremist, Nazi. Der Herr Vizekanzler Kogler hat uns ja da alles Mögliche wissen lassen im Parlament. Oder versuchen Sie mal auf den Gesellschaftsumbau hinzuweisen, auf den Bevölkerungsaustausch. Das sind alles Dinge, die sehen wir zwar, denn ganz offensichtlich hat sich unser Land in den letzten Jahren verändert. Nicht zuletzt auch aufgrund des Umstandes, dass immer mehr Muslime im Land sind. Das sieht man in den Schulen, das sieht man auch daran, dass das Bildungsniveau stetig sinkt. Aber wenn man es thematisiert und das vielleicht auch in einem Studium macht, dann wird man relativ rasch erfolglos sein. Und genau das führt dazu, dass es sozusagen eine linke Auslese gibt, die schlussendlich dann in den Redaktionsstuben landet.
Das sind dann die sogenannten Rechtsextremismus-Experten, die sich dann wieder gegenseitig zitieren und gegenseitig einladen und befragen. Und dieses Modell sichtbar zu machen, ich glaube, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Denn dieses Perpetuum mobile, wie ich es vorher genannt habe, das gehört natürlich unterbrochen. Sie richteten kürzlich eine Anfrage an Verfassungsministerin Ed Stadler betreffend Finanzierung linksextremer Aktivitäten, insbesondere des DÖW. Können Sie unseren Zuschauern erklären, was das DÖW konkret ist? Ja, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ist nichts anderes als ein von einem Kommunisten gegründeter Privatverein, der mehr oder weniger sich zur Aufgabe gemacht hat, Rechtsextremismusmacher zu sein. Das heißt also, auch da gibt es wiederum die von mir vorher erwähnten Rechtsextremismus-Experten, die sich gegenseitig zitieren und die entscheiden darüber, wer jetzt in Österreich rechtsextrem ist oder nicht. Man kann sagen, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ist nichts anderes als ein politisches Instrument, das eingesetzt wird. Es sitzen dort in den Vorständen auch Politiker drinnen, vom ehemaligen Wiener Bürgermeister Häupl angefangen bis hin zur grünen Linksauslegerin Eva Blimlinger. Das sind also die Leute, die dort im Vorstand sitzen und die sozusagen dann auch Gericht darüber halten, wer in Österreich rechtsextrem ist und wer nicht. Und das halten wir natürlich für ein ganz, ganz massives Problem. Und es gibt ja auch gerichtliche Urteile, die schon einmal ganz gut beschrieben haben, wie dieses Dokumentationsarchiv aufgebaut ist. Man kann hier von einer kommunistischen Tarnorganisation sprechen. Man kann das Dokumentationsarchiv sehr, sehr treffend, wie ich meine, auch als Privatstasi bezeichnen. Also alles das sind Dinge, die man vorab schon einmal wissen muss. Und das sind jetzt die neuen Rechtsextremismusmacher. Warum? Weil das Dokumentationsarchiv nicht nur in der Vergangenheit Millionen an Steuergeldern erhalten hat, sondern, und das ist ja die Kutzpe dran, jetzt auch noch damit beauftragt worden ist, im Auftrag des staatlichen Geheimdienstes, einen Rechtsextremismusbericht zu erstellen. Und da macht man natürlich den berühmten Bock zum Gärtner. Das ist meine nächste Frage. Herr Hafenecker, wie mächtig ist dieses Dokumentationsarchiv eigentlich, das ja nicht nur als Institution der Zeitgeschichte auftritt, sondern auch die Politik in Österreich mittlerweile mitbestimmt und zuletzt auch in die Ausgestaltung von Gesetzen eingebunden war? Im Auftrag des Innenministeriums wird das DÖW den jährlichen Rechtsextremismusbericht verfassen, wie Sie es gerade erwähnt haben. Was ist im Grunde genommen davon zu halten und zu erwarten? Ja, wie gesagt, davon ist gar nichts zu halten. Also ein Verein, der derart konstituiert ist und intransparent ist, wie es das DÖW ist, den kann man quasi nicht mit geheimdienstlichen Aufgaben betreuen, wie es ja hier eigentlich auch der Fall ist. Ja. Man muss sich ja mal vorstellen, der Staatsschutz, der Verfassungsschutz ist offensichtlich nicht in der Lage oder nicht willens, einen Rechtsextremismusbericht zu erstellen. Die lagern das an eine externe Stelle aus und das mit einem so übel beleumundeten pseudowissenschaftlichen Verein, der über null Transparenz verfügt. Also es gibt eine beispielhafte Notiz auf der Homepage vom Dokumentationsarchiv, die schon zeigt, wie dieser Verein konstituiert ist. Und zwar, es geht ja nicht nur darum, dass das Dokumentationsarchiv ein Verein ist, sondern es gibt auch eine gleichlautende Stiftung dazu. Das heißt, es gibt zwei Organisationseinheiten. Und das Interessante ist, wenn Sie die Homepage des DÖW besuchen und dort den Verein sich anschauen, dann gibt es dort einen Präsidenten, der heißt Rudolf Edlinger. Das war ein ehemaliger SPÖ-Minister, der vor Jahren verstorben ist. Das heißt also, wir wissen gar nicht, wer dort Präsident ist. Und das führt mich schon zur nächsten Frage. Wer hat eigentlich den Auftrag von der Bundesregierung erhalten, den Rechtsextremismusbericht zu machen? War es die Stiftung, wo ganz andere Personen drinnen sitzen als im Verein? Also wie funktioniert das eigentlich? Und ich glaube, wenn der österreichische Steuerzahler durch diese linksdominierte Regierung dazu genötigt wird, diesen Privatstasi-Verein zu finanzieren, dann muss er schon auch wissen, mit wem man sich hier einlässt und was man hier macht. Und nochmal, die übernehmen jetzt geheimdienstliche Aufgaben. Das heißt, die werden auch mit absolut vertraulichen Daten mitten aus dem Geheimdienst versorgt, um diesen Rechtsextremismusbericht zu erstellen. Und da mache ich mir natürlich schon entsprechende Sorgen, was passiert eigentlich mit diesen Daten? Wie geht das dann hier weiter? Wir kennen aus der Bundesrepublik Deutschland den Fall, dass es ähnlich gelagerte Situationen gegeben hat, wo auch privatrechtliche Vereine mit derartigen Aufgaben befasst worden sind und auch mit den Informationen ausgestattet wurden. Und wissen Sie, was dort passiert ist?
Dort sind die Informationen sofort 1:1 zur extremen Linken gewandert. Und das hat halt dann dazu geführt, dass also von den entsprechenden Vereinen definierte Rechtsextremisten von den Linken dann zu Hause Besuch bekommen haben. Ja. Also man sieht hier schon, dass hier ein ganz, ganz sensibles Datenmaterial an eine Organisation weitergegeben wird, wo wir gar nicht wissen, wo die Tentakel überall hinführen. Und es gibt halt, wie gesagt, auch keine Transparenz. Und wenn man mit derart sensiblen Daten operiert, ja, dann würde ich mir schon wünschen, dass es ein Beamtendienstrecht gibt, das natürlich auch mit dem Amtsgeheimnis entsprechend verknüpft ist, dass man mit den Daten vertraulich umgehen muss, dass man Akten klassifizieren kann und dass es im Falle des Zuwiderhandelns natürlich auch entsprechende Konsequenzen gibt. Das alles gibt es bei diesem Privatverein DÖW nicht und das halte ich natürlich schon für ein riesengroßes Problem. Sehen Sie bei linken Parteien und Organisationen die Tendenz, Gewalt zu relativieren, indem sie es von den Opfern abhängig machen, ob sie die Tat verurteilen oder Verständnis dafür aufbringen? Das sehe ich absolut und das ist sozusagen auch Linksextremismus 2.0. Ich habe es vorher erwähnt, in den 90er Jahren hat man halt den schwarzen Block, zumindest in Österreich, den schwarzen Block herummarschieren gesehen. Man hatte die Opernball-Demonstrationen, man hatte sehr, sehr gewalttätige Demonstrationen eigentlich bis zum heutigen Tag, auch im Vorfeld des Wiener Akademikerballs. Aber nichtsdestotrotz sind die Linken und die Linksextremisten mittlerweile im sogenannten Establishment angekommen. Und das führt natürlich dazu, dass man auch milder mit derartigen Daten umgeht. Ich habe es vorher erwähnt, wie auch das Räuberleiterprinzip hin zu den Medien funktioniert hat. Und gewisse Dinge werden halt einfach nicht mehr berichterstattet. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jedes Jahr beim Akademikerball, es brennt jedes Jahr die Marie-Hilfer-Straße, es wird nur nicht berichtet. Im Gegenteil, man macht sich darüber Gedanken, was die Polizisten kommen, die die bösen Rechtsextreme beim Akademikerball schützen müssen. Also das sind Themen, die von den Medien aufgeworfen werden. Sachbeschädigung, Nötigung von vielen, vielen Ballenbesuchern und so weiter und so fort. Das ist alles kein Thema. Wir haben zum Beispiel vor kurzem, vor einigen Jahren in Wien die Situation gehabt, dass das Haus der Burschenschaft, dass in das Haus der Burschenschaft Bruno Stetia zu Wien eingedrungen worden ist. Und dort hat man dann entsprechende Brennstoffe rund um eine, so pyrotechnische Brennstoffe rund um eine Gasleitung positioniert, ganz offensichtlich mit dem Vorhaben, dieses Haus in die Luft zu sprengen. Das waren alles Dinge, die in den Medien nie aufgetaucht sind. Das heißt also, medial ist man auf dem linken Auge in Österreich mittlerweile vollkommen blind. Und genau deswegen machen wir auch das, was wir jetzt tun. Wir machen diese linksextremistischen Netzwerke sichtbar, um einfach auch den Bürgern die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, aus welchen Quellen und aus welchen Konstellationen die Informationen kommen, die einem tagtäglich vorgesetzt werden. Wenn Sie wollen, kann man auch noch über den aktuellen Klimaterrorismus, über die Klimakleber sprechen. Ja. Die sind ja auch sehr, sehr wohlwollend in der österreichischen Medienlandschaft Bericht erstattet. Ne. Also das ist ja, sind ja quasi alles nur Kinderstreiche und das, obwohl die letzte Generation auch in Kauf nimmt, dass es im Fall von Straßenblockaden zu Todesfällen kommen kann, wenn Rettungswegen stecken bleiben oder sonstiges. Alles egal, die werden sehr, sehr, werden als Liebkinder der Medien behandelt. Und wissen Sie, wenn man sich genau anschaut, auch die Organisationsstruktur der letzten Generation, dann sehe ich da schon echte Parallelen zu den Taten der RAF und zur Aufstellung der RAF damals. Auch die haben sozusagen in einem Leitmodus begonnen und sie haben sich dann schlussendlich zu einer gewaltigen Terrororganisation ausgewachsen. Und ich glaube, hier gilt es wirklich aufmerksam und wachsam zu sein. Und wie gesagt, also Sie haben vollkommen recht, man bemerkt, dass diese Dinge medial ausgeblendet werden, dass man hier mit zweierlei Maß misst und dass es nur um eines geht. Es geht nur um das Rechtsextremismus machen. Wobei, es gibt hier auch eine gute Nachricht. Die Rechtsextremismuskeule zieht spätestens seit Corona nicht mehr, denn seit man sie so inflationär verwendet hat, dass man in Österreich ein Drittel oder die Hälfte der Bevölkerung zu Staatsverweigerern und Nazis gemacht hat. Ja. Seitdem wissen auch Menschen, die außerhalb der Politik stehen, dass man mit diesen Mitteln sehr, sehr schonungslos umgeht, dass man sich leicht tut, in der österreichischen Gesellschaft andere einer Straftat zu bezichtigen. Und ich glaube, genau deswegen geht das am Ende des Tages auch nicht auf. Wie geht denn die schwarz-grüne Bundesregierung Ihrer Ansicht nach mit politisch motivierter Gewalt um? Im Regierungsübereinkommen ist im Kapitel Maßnahmen gegen Extremismus und Terrorismus fast ja ausschließlich von Rechtsextremismus die Rede. Der Linksextremismus kommt gar nicht vor und der Islamismus wird nur am Rande erwähnt. Welche Rolle spielt hier die grüne Justizministerin Sadic?
Wenn man sich einmal grundsätzlich die Konstitution dieser Regierung ansieht, dann sieht man, dass es hier die ÖVP gewesen ist, die eine linksextreme Partei regierungsfähig gemacht hat und in eine Regierung geholt hat. Und wenn man sich jetzt dann die Frage stellt, wie geht das mit der Ideologie der ÖVP überein, dann muss man die Antwort geben, die ÖVP hat keine Ideologie. Oder wenn sie eine Ideologie hat, dann ist es Macht, Geld und Einfluss. Ja. Aber ansonsten macht die ÖVP alles, um genau diese Ziele zu erreichen. Und genau deswegen hat sie sich auch mit den Grünen ins Regierungsbett gelegt. Und wir wissen ja, wie sich diese Regierung entwickelt hat. Also sie hat ja weggestartet mit Sebastian Kurz, mit dem Messias der ÖVP, der die Partei auf Türkis umgefärbt hat und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt auch durch unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss haben wir sichtbar gemacht, dass die ÖVP nichts anderes getan hat, als in den letzten 38 Jahren einen tiefen Staat sich zurechtzuzimmern, indem sie fuhrwerkt, wie sie möchte. Das ist aufgeflogen in der aktuellen Legislaturperiode und genau deswegen gibt es keinen Sebastian Kurz mehr und genau deswegen haben wir den dritten Bundeskanzler. Das heißt, das hat die ÖVP natürlich in eine entsprechende Defensivrolle gebracht. Die ÖVP hat vielleicht am Beginn der Regierungszeit ist noch davon ausgegangen, dass sie die Grünen unter Kontrolle halten wird und weiterhin ihrem Geschäft nachgeht, den tiefen Staat weiter ausbaut, die Steuerzahler weiter ausraubt und so weiter und so fort. Aber nachdem dieser Verdachtsfall kurz aufgetreten ist und kurz zurücktreten musste, hat die ÖVP sozusagen die Führungsrolle in dieser Bundesregierung verloren. Das führt dazu, dass die Grünen mittlerweile mit der ÖVP machen können, was sie wollen. Wir sehen das in verschiedensten Bereichen. Denken wir an die Belastungswelle, die unter dem Vorwand des Klimaschutzes über die Österreicher hereinbricht. Denken wir an die Russland-Sanktionen. Denken wir an all das, was in der Corona-Zeit passiert ist, wo man wirklich in Wahrheit der österreichischen Bevölkerung den Krieg erklärt hat. Und genauso agiert die ÖVP auch weiterhin. Das heißt also, der grüne Koalitionspartner darf bis zu einem gewissen Grad machen, was er möchte. Nur um sicherzustellen, dass die ÖVP weiterhin in ihren Ämtern sitzen kann und weiterhin da ihre eigenen Dinge durchziehen kann. Es geht hier um kalte Enteignung der Bürger. Wir haben die größte oder die zweithöchste Inflation im europäischen Raum. Also man sieht, sie können fachlich gar nichts. Es geht nur um Macht, Geld und Einfluss. Und das führt dazu, dass der grüne Schwanz mit dem berühmten schwarzen Hund wackelt. War das die Rolle, die Sie der Justizministerin Sadic jetzt zugeordnet haben? Auch das. Also die Justizministerin Sadic kommt sehr freundlich daher und macht einen sehr, sehr verbindlichen Eindruck. Aber es ist ähnlich gelagert wie mit der Klimaministerin Gewessler. Sie sind beide knallharte Ideologinnen und ziehen ihr Programm durch, das am Ende des Tages trotzdem auf der Frankfurter Schule fußt. Und es geht darum, natürlich möglichst viel linke Ideologie in die Österreichische Republik einzupflanzen. Genau das passiert tagtäglich und selbstverständlich auch im Justizbereich. Also wir sehen es ja auch am kürzlich bekannt gewordenen Fall Teichtmeister. Ja. Da gibt es längst in ganz Österreich einen massiven Ruf danach, dass man gerade die Strafen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mit den Mindeststrafen nämlich erhöht und dass man hier wirklich entschieden dagegen vorgeht. Nicht zuletzt auch um den Verbreitern und den Herstellern und Vertreibern von pädophilen Videos endlich das Handwerk zu legen. Aber hier passiert gar nichts, im Gegenteil. Man sieht, dass also sich eine linke Community zusammenrottet, die den Herrn Teichtmeister teilweise sogar entschuldet und schlussendlich dann vorschlägt, naja, man muss halt höhere Opferentschädigungen bezahlen, aber einsperren bringt nichts. Was heißt das im Umkehrschluss? Das ist nichts anderes als eine Vollkaskoversicherung für Pädophile, für die wir es natürlich nicht zu haben sind. Aber das passiert alles in diesem grün geleiteten Justizministerium. Am Ende des Tages ist überall dort, wo die extrem Linke an der Macht ist, wird überall dort entdemokratisiert und die sind alles andere als Demokraten. Da muss man wirklich Acht geben. Herr Hafnecker, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen. Liebe Grüße nach Linz.